Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an meinen Vater denke. Er war nicht nur der fairste Teamkollege, den ich jemals hatte, sondern auch mein bester Freund. Ich werde niemals vergessen, wie er damals vor Schmerz fast ohnmächtig geworden ist. Er konnte sich kaum im Sattel halten. Wir alle dachten, er gibt auf. Oder das Olympiakomitee bricht den Ritt ab. Doch stattdessen haben die beiden Sportgeschichte geschrieben. Ja, sie ist etwas ganz Besonderes. Ja. Sie und dein Vater waren eins. Seine Bindung habe ich niemals wieder erlebt. Für ein Fohlen von ihr würde ich alles geben. Wir auch. Komm, lauf! Fein! Ja, lauf, Cagliostro! Komm, lauf! Ja, fein! Lauf, komm! Ich verstehe das nicht. Was macht die so lange da drin? Schon 4 Stunden. Okay, Leute. Showtime. Nicht, dass er wieder abhaut. Pferde haben ihre eigene Sprache. Es dauert ein wenig, bis man sie versteht. Aber dann werden sie zu deinem besten Freund. Das ist also der berühmte Immenhof. Ich bin Charlie und das sind meine Schwestern Lou und Emmy. Erdan, Lou. Schon gut, Charlie. Beruhig dich. Alle sagen, du hast die Fähigkeit deines Vaters geerbt. Mein Vater hatte schon immer ein Talent dazu, Pferde zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Ich vermisse ihn. Du könntest dich ruhig mal ein bisschen mehr ins Familienleben einbringen. Nicht immer nur verkriechen. Tu ich doch gar nicht. Doch, Lou. Du bist voller Problemiker. Es ist soweit. In 6 Tagen müssen wir den Hof räumen. Was? Ich bin hier, um mein Pferd abzuholen. Nein, nicht Holly, nicht sie. Lou, wir finden eine Lösung, Lou. Ich hole dich wieder zurück. Das musst du noch so selber an mich glauben. Bildest du dir wirklich ein, das zu schaffen, woran alle Profis bisher gescheitert sind? Ja. Bitte!
Bitte geben Sie uns noch eine Chance. Du hast deine Chance gehabt.